Einen wunderschönen guten Tag, Freunde. Ich grüße euch. Wir kaufen heute einen Windows 10 Pro Key, weil wir das noch nie gemacht haben. 2043, es ist jetzt wieder bestimmt irgendeine Season. Back to School vermutlich, wenn ich das Ding hier sehe. Naja, war letztes Mal Back to... Ach so, hier steht's ja. Back to School. So, okay. Kaufe jetzt. Also kaufen wir jetzt. Und wir geben wie immer den Gutscheincode SM20 ein. SM20. Mann, ich bin schon ganz aufgeregt, was es diesmal kostet. Nämlich 14,30. Könnt ihr mitraten. 14,30. 14,3 Euro. Wunderbar. Ich werde euch zum Schluss noch was anderes zeigen. Die verkaufen jetzt auch noch andere Sachen. Aber dazu später mehr. Jetzt bezahlen wir erstmals, wie immer, alle beliebten Zahlungsmethoden wie Alipay sind vertreten. Wir nehmen Paper. Und jetzt suchen wir alle Ampeln, Freunde. Es ist wieder riesen Spaß hier. Wir werden den Key dann auch gleich überprüfen. Ab ins User Center. Wie immer mit ShowKey Plus. Wir wollen ja wissen, was wir bekommen haben. Und erstmal hier Schlüssel und Codes anzeigen. Und dann holt ihr die Schlüssel. ShowKey Plus. Einfach bei Google eingeben, könnt ihr kostenlos runterladen. Und ShowKey Plus ist ein Tool, um Microsoft Keys zu testen. Aha. Windows 7 Professional OEM. Spielt im Großen und Ganzen nicht die große Rolle, weil wir mit einem Windows 7 Key auch Windows 8, Windows 10 und Windows 11 aktivieren können. Und das werde ich euch jetzt wie immer zeigen. Windows aktivieren, also ich habe den Key hier schon eingegeben. Die Aktivierung von Windows gewährleistet eine optimale, reibungslose Benutzererfahrung. Hashtag geht auch ohne. Also für alle diejenigen, die jetzt wieder versuchen rumzumeckern und das zumindest vorhaben, also allein schon die Tatsache, dass Windows 11 sich hier mit Windows 7 Key aktivieren lässt, zeugt ja schon davon, dass Microsoft die Verbreitung von Windows wesentlich wichtiger ist, als an den Keys da jetzt irgendwie ein bisschen Geld zu verdienen. So, hat funktioniert, ja, was habe ich gerade gesagt? Es geht, ihr müsst nur darauf achten, dass man mit einem Home-Key keine Pro-Version aktivieren kann. Mit einer Pro-Version kann man keine Home-Version aktivieren. Ansonsten sind heute die Keys praktisch softwareübergreifend. Und ich habe vorhin schon gesagt, die bieten jetzt auch, aus Gründen noch immer, Hardware an. Also das ist jetzt der gleiche Laden und das ist auch die gleiche Aktion, Back to School. Weil wir brauchen in der Schule alle Tastaturen hier in Deutschland und Mäuse. Ha, das ist eigentlich nicht witzig. Vor allem aber führen die... Edifier. Kennt ihr vielleicht, habe ich ja auch schon vorgestellt und ich benutze privat nämlich Edifier und bin deshalb eigentlich ein relativ großer Fan da von der Marke. Ich hatte vor kurzem, glaube ich, auch aus diesem Programm irgendwas vorgestellt. Ach, hier geht's sogar noch, die haben sogar Gaming-Stühle jetzt im Angebot. Zu der Back-to-School-Aktion gibt es dann auch einen Gutscheincode, da steht ja hier, das muss ich euch jetzt nicht groß vorlesen, ne, VIP. Kriegt da nochmal 15%, wenn ihr da was shoppt, auf die Hardware. Müsst ihr einfach hier anklicken und dann wird euch das dann angezeigt. Tada! Da, wo wir halt gerade waren. Ja, Motospeed haben sie auch. Also das sind jetzt Marken, die man halt durchaus auch kennt. Seht mal, hier sogar einen kleinen Volume-Regler. Ja, heute also mal noch zusätzlich zur Abwechslung eine Maustastatur. Ich verlinke euch also in der Videobeschreibung, Freunde. Und dann soll es das halt für heute gewesen sein. Wir sehen uns zum nächsten Video, was wahrscheinlich genau wie das hier sein wird. Dann hoffentlich wieder. Ich danke euch für euren Support. Ihr wisst ja, wie es ist. Also danke für eure Unterstützung. Bis dahin. Ciao.